Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo, in dem ich dir die Wortstellung in Aussagesätzen im Englischen erkläre. Wir erarbeiten das anhand eines Beispiels. Peter reads a book. In diesem Satz ist Peter das Subjekt, reads das Verb und a book ist das Objekt. Du siehst also, das Subjekt steht ganz am Anfang des Satzes, dann kommt das Verb und dann das Objekt. Aussagesätze im Englischen folgen also der SVO-Regel. Und das ist in allen Aussagesätzen im Englischen so. Möchtest du allerdings noch eine Zeitangabe hinzufügen, steht die am Ende des Satzes. Peter reads a book today. Wenn du die Zeitangabe besonders betonen möchtest, kannst du sie auch an den Anfang des Satzes schreiben. Möchtest du zusätzlich zu der Zeitangabe noch eine Ortsangabe machen, steht die vor der Zeitangabe. In his room ist also die Ortsangabe. Und today ist die Zeitangabe. Der komplette Satz lautet dann: Peter reads a book in his room today. Bei zwei Objekten in einem Satz musst du die Reihenfolge der Objekte beachten. In der Regel steht das indirekte Objekt vor dem direkten Objekt. Also, Sarah gave me a book. Du kannst diese Stellung allerdings auch ändern, musst aber dann darauf achten, dass zwischen dem direkten und dem indirekten Objekt ein to stehen muss. Also, Sarah gave a book to me. Indirekte Objekte sind in der Regel Personen und direkte Objekte sind Sachen. Also kannst du die Person dir so vorstellen, dass sie der Empfänger dieser Sache im direkten Objekt ist. Wenn du dir das Beispiel noch einmal ansiehst, kannst du sehen, dass me empfängt sozusagen das Buch.